Moin YouTube und auch moin Twitch-Stream. Ich habe euch wahrscheinlich gerade hierher geschickt. Und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, wie ihr einen Beta-Key bekommt. Ich werde wirklich seit 2 Tagen gefragt, wie bekomme ich einen Beta-Key? Und es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wie ihr einen bekommen könnt. Ich zeige euch alle. Die erste Möglichkeit ist über die Twitch Drops. Das ist ein Programm, das ist verlängert worden. Hier seht ihr nämlich einen Closed Beta Access, den bekommt ihr über die Twitch Drops. Da steht, es geht nur bis zum 15. April, aber das wurde jetzt verlängert. Das bedeutet, ihr guckt einfach, wer von euren Lieblings-Twitch-Streamern ist Exdivine-Partner und guckt dort einfach 30 Minuten zu. Wichtig dabei ist, ihr müsst euer Twitch-Konto mit eurem Ubisoft Connect-Konto verknüpfen, damit ihr Drops bekommen könnt. Dann bekommt ihr auf eure Ubisoft-E-Mail eine Mail geschickt mit eurem Code und da könnt ihr euch dann einloggen. Fix fertig, aus die Maus. Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist das hier. Das hier ist ein Code, den gebe ich eigentlich immer in meinen Stream immer her. Das ist irgendwie, irgendjemand hat den gepostet. Das ist so ein Ultimatum-Code, der irgendwie für mehrere Leute funktioniert. Den Code gebt ihr einfach hier unten bei diesem Link hier ein. Alles ist in der Videobeschreibung unten, damit ihr einfach copy und pasten könnt. Wenn ihr das dann eingegeben habt, loggt ihr euch ebenfalls mit eurem Ubisoft-Konto ein und klickt auf die Plattform, die ihr haben möchtet. Dann bekommt ihr ebenfalls wieder eine Mail mit eurem Code zum Downloaden. Dieser Code, wie gesagt, ebenfalls Möglichkeit Nummer 2. Möglichkeit Nummer 3, und das ist ebenfalls, was sehr viele Leute benutzt haben, und zwar könnt ihr über SteelSeries euch einloggen. Ich packe euch ebenfalls diesen Link hier, den ihr in die Videobeschreibung von der Möglichkeit Nummer 3. Da kommt ihr genau auf diese Seite und könnt euch einfach einen SteelSeries-Account machen. Da ist ebenfalls How to get into the closed beta. Da ist eine Step-für-Step-Anleitung, wie ihr was machen müsst und wie ihr den Beta-Key bekommt. Das ist auf jeden Fall die dritte Möglichkeit, wie ihr an den Beta-Key kommt. Das ist ein absolut kurzes Video, wie ihr so schnell wie möglich an den Beta-Key kommt. Wenn ihr 5 Stunden warten müsst, macht ihr irgendwas falsch. Und genau, Möglichkeit Nummer 4 wäre alternativ noch einen Beta-Key zu kaufen. Allerdings, es gibt so viele überall gratis, deswegen warum Geld rausschmeißen? Falls ihr noch irgendwelche Infos braucht, fragt mich gerne auf Twitch aus. Ich bin live mit dem Game und wir grinden heute rein. Alle Links sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Viel Glück beim Suchen.